Willkommen zurück zu Let's Play DayZ. Ich kann gar nicht so laut sprechen, denn wir müssen uns hier ein bisschen ruhig verhalten, denn da drüben ist schon ein Zombie, der uns, glaube ich, gesehen hat. Und Fritz sitzt immer noch an der Kanone. Und wir müssen hier irgendwie reinschleichen. Oh, da ist noch so ein Hoppler auch noch. Hüpfe, Mann. Lass mal außen rumgehen. Hier draußen lang. Oh, Scheiße. Ja. Ich geh mal ins Gras. Damit ich hoffentlich nicht in selbiges gleich beiße. Du zählst die schlechten Wortwitze mit? Ja. Wie immer. Das Schlimme ist halt eben, man weiß halt eben nie, ob sich das Risiko lohnt, weil da schleicht man da rein und am Ende ist es halt wieder so eine Attrappensiedlung. Ja, es sieht sehr nach einer Attrappensiedlung aus. Theoretisch müsste man größere Lagerhäuser suchen. Ist ja auch cool, unten dieser Chat ist scheinbar global über diese Insel, oder? Es gibt verschiedene Kanäle. Der blaue ist global, wir können umschalten. Unten sehen wir es. Direkte Kommunikation ist dann wirklich nur für unsere Umgebung. Mhm. Und ich glaube, der blaue ist die Seite oder global. Natürlich reichlich gefährlich, irgendwas im globalen Chat reinzuschreiben, besonders wenn man irgendwie über die eigene Position spricht. Weil das kann schnell mal nach hinten losgehen. Oder was auch oft passieren kann, ist, dass man eben in irgendwelche Fallen gelockt wird. Dass jemand sagt, hier, ich bin hier und hier, ich hab was, oder ich brauche Hilfe. Mhm. Und dann rennt man dahin, dumm wie man ist, dumm wie Brot. Und dann war da gar nichts, sondern nur die tödliche Kugel. Ich habe gehört, dass Leute, die eben überwiegend andere Leute umnieten, also Player-Killer, dass die entsprechend anders angezogen sind. Genau, die haben dann Banditen-Klamotten. Wir können ja mal schauen, ich weiß gar nicht, ob die Außenperspektive funktioniert. Ja, die funktioniert. Also so sehen wir als ganz normaler Survivor aus. Mal hier ein bisschen umgucken. Oh, da hinten. Okay, da könnte irgendwie ein bisschen was drin sein. Das oh. Oh, Scheiße. Was robbt der da? Ja, es gibt auch welche, die auf dem Boden rumrobben. Oh, fuck. Warte mal. Lass mal hinhocken. Scheiße. Oh Gott, wie soll man da reinkommen? Ist ja vollgestellt, die Anlage. Vergiss es. Ja, wir müssen da rein. Da ist das die einzige Chance, dass wir vielleicht irgendwie mal ein bisschen eine bessere Waffe irgendwo finden. Aber oder das sowas. Ist es das wert? Also ist das die Kosten-Nutzen-Rechnung? Meinst du nicht, wir sollten noch weiter gucken? Schwierig. Also ich meine, es ist unmöglich, da ohne einen Schuss abzugeben durchzukommen. Und sobald wir den ersten Schuss abgeben, haben wir sie halt alle am Sack. Ja. Lass mal gucken, wohin die Straße führt. Wie lange hält man denn ungefähr durch ohne Essen? Das weiß ich nicht. Jetzt sagen müssen, ich war da auch noch nie. Oh, warte mal. Was denn? Ich war da schon. Ich weiß, wo wir sind. Echt? Ja. Nein. Doch. Ich weiß. Ich weiß, wo wir sind. Die zweite Mission der Kampagne startet da oben im Wald. Dann geht man hier runter, hier rüber, bis hier, kämpft hier gegen die ersten paar Gegner. Von hier hinten kommen die Landungsschiffe der Amerikaner. Und Sag doch, der Fritz, der kennt sich hier aus. Und ungefähr an der Stelle, es kann aber auch sein, dass es an der Stelle ist, kriegt man den ersten Nervenzusammenbruch wegen der KI. Also wenn man mit den KI-Begleitern spielt. Garantiert ist man hier auf dem Feld schon völlig am Boden, weil die halbe Mannschaft am Boden ist und sich wieder so blöd angestellt hat. Oh, furchtbar. So, jetzt machen wir Full Exposure. Full Exposure. Ich weiß auch jetzt, wo die nächste große Stadt ist. Okay, weißt du auch, also jetzt ob das weiß Haus ich. Echt ist? Das wäre jetzt cool. Warte mal. Kann man in die Fenster reingucken? Nein. Aber vielleicht ist da. Liegen draußen denn die. Kann, glaube ich, schon sein. Ja. Lass mal da reingucken. Ach, das finde ich ja super, dass wir jetzt doch in die Gegend gekommen sind, wo ich noch ein bisschen weiß. Oh, hörst du? Friendly? Wo wir sind. Ist das unten? Oh, das ist. Ist das direkter Chat? Warte mal. Warte mal. Die sind auf der blöden Tastatur die Eingabe. Wir spielen hier dummerweise am Rechner von Martin. Ich weiß nicht, was der eingestellt hat. Verdammte Axt. Warte mal, wir können ja mal als ich Geste der Freundschaft die Waffe wegstecken. Und nicht mal das geht. Ja, warte mal. Okay, jetzt oute ich mich gerade als. Ich weiß es doch nicht genau. Hä, warte mal, das war doch komisch. Naja, gut, was soll's.
hören können, dass es irgendwas mit Steuerung, Doppelsteuerung oder das Waffe rausholen, Doppelsteuerung. Ah, ich weiß nicht. Die Tastatur ist ja auch immer so voll belegt. Und man, wann benutzt man schon mal Waffe ziehen? Weil im Spiel rennst du eigentlich immer mit Waffe rum. Okay, hier ist also schon mal nichts. Irgendjemand ist da scheinbar in der Gegend. Z ist es nicht. In der nächsten Pause werde ich nochmal schnell nachschauen, was Martin hier eingestellt hat irgendwie für die Teamkommunikation. Wenn wir so lange überleben, weil wir jetzt nicht gerade bei einem völkerrechtlichen Missverständnis niedergemäht werden. Okay, also hier ist nichts. Ach, mir gefällt der Soundtrack total gut. Wahnsinn, oder? Ich weiß nicht, wie dynamisch der ist. Also, ob der... Ich glaube, er wird intensiver, wenn wir in der Nähe von Gebäuden sind. Mhm. Weil wie gesagt, im Wald spawnen die eigentlich nicht, die Zombies. Ist also ein bisschen anders als bei The Walking Dead, wo ja auch im Wald immer ganz schön viele waren. Ja. Oh, schau dir das an, wie sie da alle unterwegs sind. Ach du Scheiße. Oh fuck. Naja, ist halt die ganze Dorfbevölkerung, die da offen mal war. Wie ist es, wenn die umgenietet werden? Auf dem Server sind 863, die spawnen immer wieder nach. Aber dann haben sie schon ein paar umgenietet, weil in der letzten Folge waren es so 850. Ah, guck, jetzt kommen sie wieder nach. Ja, die spawnen nach. Oh, da unten. Oh, da unten ist was. Okay. Sollen wir denn helfen, aber dann... Nee, wir können dem nicht helfen. Wir haben, weiß ich nicht, wie viel Schuss, ein paar, Handvoll. Wir können nichts machen. Aber sollen wir kurz abwarten, wer gewinnt? Ja, wir warten jetzt mal ab und falls der verliert... Könnten wir versuchen hinzurobben und uns seine Ausrüstung zu holen. Boah, ist das fies, ist das. Oh. Aber man merkt sofort, wie die ganzen menschlichen Instinkte versagen. Oder die menschlichen, beziehungsweise Instinkte funktionieren, aber es versagen die. Die Menschlichkeit versagen. Ja. Der auf dem Weg ist es, oder? Ja. Mit dem Gewehr. Ja. Der da. Das sind zwei. Und die kommen ganz gut zurecht. Oh, da hinten kommt noch einer angelaufen. Boah, ist das spannend. Verdammte Axt, wenn ich jetzt die blöde Taste... Warte mal, ich guck mal ganz kurz ins Menü ein, was als Dings an ist. Für den Chat. Nee, da steuern müsste doch... Nee, warte mal, das ist unser... Ja, schon steuern gesamt. Das ist nicht die blöde Chat-Taste. Chat. Wenn du siehst, sass. Ich würde Ihnen gerne sagen, dass wir Freunde sind. Muss ja nicht unbedingt stimmen. Da Gruppenkanal nutzen, Befehlskanal. Gehen wir da nach oben. Wir haben jetzt natürlich auch gerade kein... Ach, ja, super. Wie komme ich denn auf Enter? Oh, Mann. Probieren wir es mal mit einem neutralen Hello. Wo sind sie denn jetzt? Sind sie das da? Ja, das sind sie. Sag mal lieber, we are friendly, und nicht, dass sie dich erschießen. Wichtig ist übrigens, we zu sagen, dass sie gleich denken, dass wir mehr. Oh, Scheiße. Klar. Super, Klassiker. We are Legion. Oh, Scheiße, da ist einer. Wir kommen gar nicht an die ran. Die wollen auch in die Farm rein. Das Problem ist, wenn wir jetzt zu schnell da reinlaufen, dann halten die uns für einen Zombie und knallen. Oh, Scheiße. Sieht er uns nicht? Doch, er sieht uns. Kopfschuss. Das ist hier auch das probate Mittel, oder? Das geht hier auch schneller, ja. Glaube ich zumindest. Hat auch wieder nichts dabei. Das Problem ist halt, dass sobald die merken, dass sie das geklärt haben, sind sie in einer Vorteilsposition, ja, und nicht mehr auf uns angewiesen. Ja, wie sie da hinten rumrennen. Aber jetzt haben wir, glaube ich, gerade mal frische... Jetzt können wir mal rüberlaufen. Hast du geguckt, was Waffe wegstecken ist? Im schlimmsten Fall... Nee, ich jetzt gerade nicht geguckt. Das ist auch wieder eine Doppelbelegung. Ich weiß immer nur halb instinktiv, was rausholen ist. Da ist einer. Ich kann natürlich auch sagen, okay, wir erschießen den jetzt.
Hinter uns kommt ein Zombie. Hinter uns kommt ein Zombie. Hinter uns ist ein Zombie. Ich bin mir nicht sicher, ob wir den... Oh, der hat eine Armbrust. Ach du Scheiße. Auch nix. Da ist noch einer. Warte mal. Wahrscheinlich sprechen die gar nicht unsere Sprache. Ja. Obwohl das eigentlich unsere sein müssten. Unsere Sprache ist ja auch nicht. Was will er uns sagen? Okay. Keine Ahnung. Okay. Da ist er was. Okay. Das ist so gruselig, wie die sich, weil die Animationen so stachsig sind, weißt du halt nie, was da los ist. Guck mal, da ist, liegt ein Bogen. Fall. Ein Fall. Oh, da kommt einer, da kommt einer. Ach du Scheiße, ach du Scheiße. Weg, 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 weg. Das Gute ist, sie können sich in Häusern nicht schnell bewegen. Oh. Ach du Scheiße. Alter, was ist er denn? Boah! Ja, die kommen ja so halb durchs Haus durch. Das ist gefährlich. Guck mal, rechts, 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 rechts. Quoted to five. Keep it simple! So, komm ran hier. Ich wette mit dir, das sind bestimmt erfahrene Jungs, die erschießen uns am Ende einfach. Obwohl, eigentlich hätten sie keinen Grund, uns zu erschießen. Wir haben so gut wie nichts. Ja. Sie müssen ja sieht man das denn? Naja, eigentlich müssten sie ja sehen, dass wir mit einer winzig kleinen Handfeuerwaffe unterwegs sind. Der ist noch nicht hin, der ist noch nicht hin, der hat's noch nicht. Immer noch nicht? Ja, jetzt hat er's. Das ist immer ganz komisch in der Arma Engine, dass diese Todesanimationen immer ein bisschen zu spät kommen eigentlich. Das Problem an der Geschichte ist, ich glaube, das Spiel spawnt uns hier jetzt so viele Gegner rein. Wir müssen hier weg. Wir müssen hier irgendwie weg. Ehrlich gesagt, ich hoffe drauf, dass irgendeiner von denen drauf geht, wir den looten können und wir dann abhauen können mit der Scheiße. Warte mal, ich trinke mal einen Schluck Wasser. Nee, jetzt habe ich sie weggeworfen. Verdammt. Falsche Taste. Gott, komm her. Schon wieder falsche Taste. Der ist direkt an dir dran, der ist direkt an dir dran. Ah, du Kacke, ey. Ey, das ist ja unbeschreiblich. Das ist ja der Wahnsinn. Jetzt stell dir das mal noch mit halbwegs guten Animationen vor. Also da steckt eine Menge Potenzial drin. So, haben wir ihn? Komm. Ich weiß nicht, wie viel die hier nachspawnen. Wir müssen das Dorf doch leer gemacht haben. Weil, guck mal, wir sehen auch schon, die haben ordentliche Waffen. Das ist übrigens angeblich, soll das eigentlich mit die beste Waffe sein im Spiel. Was dann diesen Karabiner, den der hat. Ja. Alter. Und Alter, er hier hat. Alter, Alter. Und er, irgendeiner hat hier auch eine Armbrust gehabt, haben wir ja gesehen, hat der Pfeile der verschossen. Man schießen kann, ja. Schmeißt der da hin? Weiß nicht. Leuchtfeuer, sieht aus wie ein Leuchtfeuer. Oh, hinter uns. Oh, scheiße, Auto. Irgendjemand hat uns erwischt. Ah, der hat uns erwischt. Ein bisschen Blut verloren. Oh Gott, die erwischen uns alle. Scheiße, wir müssen hier raus. Lauf, 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 lauf. Einfach weiter, einfach weiter, einfach weiter. Gibt's hier nicht irgendwo was, wo ich hochklettern kann oder so? Boah! Scheiße, scheiße, scheiße. Scheiße, vielleicht gibt's in der Farm eine zweite Ebene. Oh ja. Da geht's hoch. Aber das ist halt eine Todesfalle, gell? Ich glaube, sie haben Probleme. Oh, guck mal, da liegt Zeug. Oh, warte mal, wir müssen uns erstmal schnell verbinden. Verbandszeug, selbst verbinden. Boah, ist das spannend, ey. So, okay, das haben wir schon mal geklärt. Ich trinke mal einen Schluck Wasser. Dieses Zuckeln ist übrigens Panik.
was wir jetzt hier haben. Am ja, ne? Total schlecht nachvollziehbar, den wir gerade eben 30 Da liegt Typen aber auf jeden Fall was. Haben. Da können wir ein bisschen... Oh Gott. Okay, haben wir ein bisschen... Das ist einfach hart. Cool. Ja. Oh, so ein Arsch. Das war wahrscheinlich ihr Stack. Das war halt ihre, ja. ihr Lager. Oh, scheiße. Das war gerade so spannend. Aber man darf niemandem trauen. Ja. Und wir hätten sie beide umlegen sollen. Alter, das ist ja der Hammer. Ah. Dann spielen wir weiter, oder? Klar. Ja. Aber erst in der nächsten Episode. Versuchen wir es nochmal. Bis dann. Bis dann. Ciao. Tschüss.